Okay, nochmal einen schönen, wundervollen guten Abend. Und es ist gerade spannend, dass ich jetzt gerade völlig so aus der Unvorbereitung hier reinkomme und dieses Lied, das war so, was ich gerade aufgeschnappt habe, ist wirklich, wofür bin ich hier? Und das war so gleich irgendwie so, okay, danke, danke, dass es in allen Texten wie Musik oder immer so diese gleiche Botschaft drin steht, beziehungsweise eine Erinnerung zu finden ist und wo Gott oder Jesus oder der Heilige Geist dich wirklich ja abholen will und eine Information hat. Und wofür bin ich hier? Können wir uns vielleicht heute noch mal alle gemeinsam fragen, wofür bin ich hier? Oder was will durch mich bewirkt werden, gesagt werden? Und es ist ganz spannend. Ich bin gerade hochgekommen und hatte gesagt, endlich habe ich jetzt Zeit für Stille und guck auf mein Handy kurz und Ute so, ey, hast du nicht Session? Und ich so, was? Ging das gerade dann so total in mir hoch? Ich so, morgen doch erst. Dann habe ich nochmal nachgeguckt. In der Tat bin ich jetzt dran. Und fehlt mir denn jetzt was in diesem Moment, dass ich hier so rein gepoltert bin? Nein. Überhaupt nicht. Mir ist alles gegeben, was ich brauche. Du bist mir gegeben worden. Ist das nicht schön? Danke. Danke, dass du wirklich da bist. Es ist nichts passiert. Ich darf hier einmal durchatmen. Du darfst mit mir atmen. Wirklich nichts zwischen dir und mir passiert. Du bist immer schon mein Weggefährte gewesen. Vielleicht habe ich da echt blöde Ideen in meinem Geist gehabt und gehalten. Aber wenn ich sie wirklich nicht aufrecht halten will, dann ist wirklich diese Brücke da, oder? Auf der wir uns treffen und ganz anders treffen, wie ich sonst kannte, in diesem Urteil. Entweder habe ich dich erhöht oder erniedrigt. Wie gut, dass wir die Vergebung haben, die alles, die diesen Spiegel in mir und in dir sauber putzt, oder? Und dass ich dich auf einmal ganz anders erfahre. Gar nicht mehr gefährlich und gar nicht mehr. Ja, einfach nicht mehr gefährlich. Wenn ich wirklich, wirklich bereit bin, meinen Angriff, wirklich meinen Angriff auf dich loszulassen und berichtigt sein zu lassen. Oh, und das Üben ist gerade wirklich aufregend. Ja, und manchmal auch herausfordernd. Aber es ist immer wieder schön, und ich will gar nicht sagen, dass es eigentlich eine Herausforderung ist. Es ist eigentlich wirklich nur dieses, sich wirklich in dem Moment nicht sofort in diese, ja, in diese Hingabe zu begeben, sondern wirklich irgendwie noch immer so ein bisschen Widerstand aufrecht zu erhalten. Wie was? Das soll jetzt hier richtig sein? Oder das soll jetzt hier
der Liebesruf meines Bruders sein? Das kann doch wohl nicht wahr sein, Jesus. Und dann einfach still zu werden und zurückzutreten und wirklich nach dieser Hand zu greifen, wenn es eng in mir wird, wenn ich wirklich merke, boah, ich will. Oder beziehungsweise, wenn ich schon wirklich merke, dass ich in dieser Trennung bin und mein Bruder wirklich auf einmal mir Angst macht, dann ist ja schon ein unwahrer Gedanke in meinem Geist zum Vorschein gekommen. Und dann dem wirklich nicht festzuhalten, sondern wirklich immer wieder um diese Berichtigung zu bitten, dass das hier wirklich nicht die Wahrheit sein kann zwischen mir und dir. Oder zwischen mir und meiner Kollegin oder zwischen mir und meinen Eltern oder zwischen mir und meinen Brüdern und Schwestern. Danke, Vater. Danke, Vater. Dass du diesen Frieden und diese Stille und diese Ruhe, dass du sie einfach, dass du sie mir gegeben hast. Und dass, wenn ich dann nicht zwischenpacke, dass ich diese Eigenschaften mit dir teilen kann. Danke, dass ich diese Gelegenheit jetzt nutzen darf, total auf dich zu vertrauen. Danke, dass ich die Zeit jetzt nutzen kann, mit dir zu verweilen. Ganz bewusst. Ganz bewusst nochmal dieses Ja in mir zu geben. Danke für die Zeit mit dir jetzt. Danke, dass du da bist. Bei allen Sachen, die ich ausübe, bei allen Gedanken, die ich denke, dass du überall mit mir stehst und mit mir gehst. Es ist wie so, gerade wie immer so eine Oase, zu der oder in die ich jederzeit nach Hause gehen kann, wo ich mit dir ruhen darf, wo ich mich nähren kann, wo ich mich lieben lassen darf, trösten lassen darf, wo ich wirklich einfach
Alles fehlen darf. Und wo ich total gesehen werde, total. Und wo ich sowas von gehört werde. Danke, dass ich merke, dass ich diese Zeiten von Stille, von den Lektionen, die ja immer wieder einfach nur eine Erinnerung sind, ja, dass sie wirklich zu einer Entspannung führen, zur Verbindung. Wenn manchmal so diese Welt oder diese weltlichen Sachen einfach so in den Vordergrund stehen, sich immer wieder diese Ruhe und diese Erinnerung, diesen Raum zu geben, in die Stille zu gehen, mal zu lauschen oder sich einfach wirklich immer wieder gewahr zu werden. Dass wir all diese Sachen oder diese Ideen über uns, dass wir die nicht sind. Dass es da etwas viel Tieferes gibt, was immer wieder neu erforscht und auch neu entdeckt werden will in uns. Danke, Vater, dass ich mit all meiner Aufregung, mit all meinem innerlichen Überdrehtsein zu dir kommen kann, dass es einfach nur Ideen sind in meinem Geist. Danke, dass du mir was ganz anderes über mich erzählst als das, was ich manchmal über mich denke. Danke, dass es mir so oder dass mir jedes Mal immer wie so ein Stein vom Herzen fällt, wenn ich das tiefer fühle in mir, dass ich wirklich dein geliebtes Kind bin, mit jedem, mit dir und mit dir und mit dir und mit dir. Danke, dass ich echt immer wieder an meine Urteile komme und danke, dass es immer darin viel, viel schneller enger wird und
dass ich einfach nicht mehr bereit bin, diesen großen und diesen wirklich diesen hohen Preis zu zahlen von diesem Recht haben wollen. Danke, dass ich lernen darf, alles anzusprechen und keine oder die Erfahrung darin ist wirklich, dass ich nicht ausgeschlossen werde oder ach ja, irgendwie, also wenn das jetzt hier auf den Tisch kommt, dass man dann wie so, das ist ja immer so noch eine Idee von mir, oh Gott, wenn das jetzt wirklich, wenn ich mich so ganz ehrlich zeige oder ehrlich äußere, dann bin ich unten durch, sondern dass es immer wieder in diese Verbindung zu dir hinführt. Und danke, dass wir das alle so gemeinsam wirklich gerade so, so, so gemeinsam lernen, oder? Das ist so schön. Und es gibt auch immer noch wirklich Punkte, wo es echt, ja, wo es echt noch manchmal richtig zwickt im Karton oder im Schuh drückt oder wie auch immer. Und, oh, danke. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, dass du mir nicht von der Seite rückst. Und Bruder, du auch. Du rückst mir auch nicht von der Seite. Im Gegenteil, du rückst mir auch die Pelle und das finde ich gut so. Ja, danke. Ja, danke für deine Nähe. Ja, danke echt für deine Beharrlichkeit immer wieder. Ja, einfach für deine Beharrlichkeit und deinen Liebesdienst, mir wirklich aufzuzeigen, was da noch in Schräglage ist. Oh, danke für jede Korrektur und Berichtigung in meinem Geist. Und danke, dass ich nicht mehr oder dass ich nicht immer übers Leid lernen muss. Danke, dass es viel, viel schneller geht, wenn ich mich an dich wende. Danke, dass du mich wirklich durch alle Situationen manövrierst. Und danke, dass ich da immer, immer, wenn ich mich an dich wende, besser rauskomme, als wie ich reingegangen bin. Danke, dass deine Liebe, Vater, diese Liebe ununterbrochen, sie uns ununterbrochen zur Verfügung steht. Danke.
Danke für deinen Segen. Ja, total. Danke für deinen Segen. Danke für deinen Segen, den du in all unsere Verbindungen gelegt hast. In alle Begegnungen, in alle Verbindungen, in alle Berührungen, in alle Gedanken, in alle Handlungen fließt dein Segen ununterbrochen hinein. Danke, Heiliger Geist. Dass du uns so tatkräftig unterstützt. Danke, dass ich dich gerade gehört habe, weil ein Impuls war. Oh nein, ich bleib weg. Bin nicht vorbereitet. Was für ein blöder Gedanke. Danke. Danke, dass es echt gut ist, immer wieder all diese Ideen auszusprechen und ja, ihnen einfach nicht mehr diesen Raum zu geben, sie versteckt zu halten. Ja, diese Idee der Vorbereitung komplett wandeln zu lassen. Muss sich ein Sohn Gottes vorbereiten, um zu lieben? Oder darf er es einfach geschehen lassen? Über was kaum jemand. Auch irgendetwas, eine Vorbereitung. Ich bin gerade so dankbar, dass es mir gerade, dass ich gerade so selber in mir merke, oh, wie gut es gerade tut, hier zu sein mit euch und wirklich einfach mal
für diesen Moment jetzt. Ja, so all das Weltliche gerade abfallen zu lassen. Und einfach mit dir zu sein. Einfach mit dir zu sein. Diese Verbindung zuzulassen im Geist. Gemeinsame zur Ruhe kommen. Um zu bemerken, dass dieser Teil von beschäftigt sein, aktiv zu sein, aufgeregt zu sein, unruhig zu sein. Kein Teil. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank finde ich immer wieder an diesen Platz zurück, wo ich einfach sein kann. Wo ich dich so sein lasse, weil ich einfach mich sein lasse. Weil es immer eins zu eins ist, wenn du dir mehr erlaubst und dir etwas eingestehst, dann machst du das eins zu eins auch mit deinem Bruder. Wenn du dich mehr liebst, dann liebst du deinen Bruder. Das geht gar nicht getrennt. Wenn du dir was versagst, dann wirst du es auch deinem Bruder versagen. Danke für die Ruhe, die ich gerade so benötige. Und dass ich. Ach, danke. Danke, dass ihr darin einfach gerade mit mir seid.
Und wenn sich jemand gerade berufen fühlt, etwas zu teilen oder so, dann darf er das gerne tun. Ach, Agnes, ich möchte nur sagen, dass ich diese Ruhe auch gerade so genieße mit euch. Mir tut es gerade so gut. Das ist echt so ein Geschenk, das möchte ich teilen. Ich danke dir und ich danke euch dafür. Ja, danke schön, Conny. Ja, einfach gerade zu atmen, tut schon gut. Ja, ich möchte auch gerne teilen, dass ich heute Morgen auch, jetzt wie heute Morgen, war ich beim Open Space kurz auch dabei, so gut es ging halt. Und da hatte ich, oh, bitte, noch ganz kurz, da hatte ich so wie jetzt auch den Gedanken wieder, dass ich echt so froh bin. Also, dass es wirklich ein Geschenk ist, dass wir das teilen können. Jetzt halt mal so über diese Zoom-Geschichte oder so, aber ich will es nicht, also mir ist gerade auch bei dem Open Space, wo jeder, wer will, auch dabei sein kann, ist es mir auch nochmal so aufgefallen, was für eine, das ist nicht alltäglich so, ne? Normalerweise darfst du das nicht, ne? Die Wahrheit sagen in aller Einfachheit, so, also, oder ich denke, ist es nicht angebracht oder so, ne? Und ich habe wieder so eine Wertschätzung gespürt, dass das möglich ist. Und das liegt ja nur daran, dass wir bereit sind, dass es möglich ist. Da kommt eine unglaubliche, also auch nur diese Schlichtheit, ne? Ob jetzt jemand zu spät kommt oder ist egal, wie es aussieht, also, oder ob das jetzt High Teaching oder einfach nur still sein ist oder whatever, oder eben Dankbarkeit ausdrücken, voll egal. Es interessiert hier keinen mehr, ob das zu beurteilen. Ja, danke. Ja, es ist wirklich so wertvoll. Ich habe also, ja, also dieses Miteinander üben. Ich habe immer so das Gefühl, dieses Setting, das dehnt sich so in alles hinaus, ne? Also wir werden darin mutiger, vertrauen mehr und bringen das wirklich, also ich habe das ja auch schon erzählt, dass ich das lange, also auch so eine Idee hatte, boah, also auf meine Arbeit, also da bleibt Jesus und der Heilige Geist mal schön raus, was soll der da bewegen können? Aber genau da habe ich ihn am nötigsten gebraucht. Also so, und das ist wirklich so dieses, ja, so eine Grundlage zu haben, Mensch, wenn das auch hier in diesem Setting wie, also funktioniert, dann braucht es doch wirklich nur diese Bereitschaft und das wird sich also auch zeigen und das ist so, also, ne, dass wir da überall wirklich merken, wow, wir dürfen wirklich ehrlicher miteinander sein, also und das, also das muss es einfach, also das muss es einfach, das, also Jesus oder der Heilige Geist, nicht der, also der Heilige Geist fordert das ein, um genau die in diese Erfahrung zu kommen, diese Nähe, diese Intimität, dieses, boah, die wollte ja genau das Gleiche und es waren meine Angriffsgedanken, meine Urteile über sie, ne? Also die dann so und also und prompt ist diese, sind diese Bilder, die ich über sie in dem Moment irgendwie hatte, weg und dann war es für ein Geschenk, oder? Und dann ist das Arbeiten auf einmal also nicht mehr erschöpfend, sondern erquickend. Dann kommst du nach Hause und sagst, boah, das war so toll. Das ist doch klasse. Also ich habe das vor ein paar Wochen auch erfahren mit einer Kollegin da. Also da habe ich erst mal gemerkt, irgendwie erst hatte ich gedacht, die ist ja im Urteil, bis ich dann zu Hause gesessen habe und gesagt habe, boah, aber ich habe auch voll das Urteil und konnte das erst, ich wollte das nicht runternehmen und kriegte auf einmal richtig Angst auf der Arbeit. Also das ging richtig in Angstzustände und ich fühlte mich nicht mehr sicher, bis ich gemerkt habe, dass
du, also dass der Bruder echt meine Sicherheit ist, wenn ich das Urteil runternehme. Und das fand ich dann so spannend, dass ich dann also wirklich mich entschuldigt habe für diese Situation und dass das jetzt wieder ganz anders ist. Also ich freue mich auf sie wirklich. Also das war echt, ich habe einen riesengroßen Bogen. Und ich meine, unsere Praxis ist schon groß, aber ich meine, wir sind Kolleginnen. Da laufen wir uns diesen 6, 7 Stunden, also naja, schon echt eine, ja, einfach ganz, ganz oft über den Weg. Und immer, ich habe richtig gemerkt, wie ich immer so einen Bogen um sie gegangen bin und sie so echt so vermieden habe. Und das ist doch die Hölle. Also echt. Aber ich finde es jetzt schön, dass es jetzt wieder anders ist. Und schwupp ist die Angst weg. Es ist also unglaublich. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das wirklich, also mir ist das nie so aufgefallen, dass das mit diesen Urteilen so zusammenhängt. Aber dann wird wirklich, also dann wird alles, dann fühlst du dich in nichts mehr sicher, weil es ist ja letztendlich, könnte ja dieses Urteil auf dich zurückfallen, oder es ist ja dann schon in dem Moment auf mich zurückgefallen. Deswegen war ich ja schon in Angst. Ja, danke. Danke, dass das immer offensichtlicher wird, wie das Ego oder wie diese Ideen, diese Urteile wirken. Wie diese Mechanismen sind, diese Abwehrmechanismen. Danke. Danke, dass wir echt bereit sind, immer wieder diese vielen, es ist ja nur ein Gedanke, aber wirklich, der so, sich so in Formen ausdrückt und so wiederzufinden ist, dass wir darin immer bereiter sind, die wirklich den fallen zu lassen, egal wie sich's anfühlt. Echt einmal für einen Moment die Hosen runter, Scham. Einmal durch die Scham. Immer wieder, um dann festzustellen, oh Gott sei Dank. Es ist gar nicht so schlimm. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe oder wie es mir erzählt worden ist vom Ego. Wenn du das jetzt auf den Tisch bringst, dann ist der Bruder weg. Von wegen, oder? Wie gesagt, du rückst mir immer mehr auf die Pelle, an die Seite. Und genau da gehörst du hin. Genau da will ich dich haben. Denn das ist wirklich mein größtes Glück. Und das ist so schön. So schön, das einfach miteinander zu teilen. Danke, 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 dass uns echt immer klarer, ja, dass es uns wirklich klarer wird, dass das ist es, was wir wollen. Das bringt wirklich so ein Fun in unsere Beziehung, so eine Freude, so eine Leichtigkeit, oh, so eine Beschleunigung, eine Inspiration. Ja. Ja, und danke für unser so unermüdliches Dranbleiben und Üben und Begegnen. Danke, dass der Widerstand wirklich zur Hingabe schmilzt. Oh. Ja. Ja, ich habe immer wieder, also ich kann einfach dieser angereihten Augenblick, es ist immer wieder das Gleiche. Was wähle ich? Wähle ich wirklich die Verbindung oder gehe ich wieder in diese Trennung? Ist mir die Scham gerade und mein Urteil wichtiger oder riskiere ich mich mal hin? Decke ich mal auf? Ja, mach mich nackig. Sprech ehrlich was an, was mich einfach bedrückt. Um dann zu festzustellen, dass es meistens schon bei dem anderen, also wenn es ist ja immer so, wenn wir das dann kommunizieren, dass wenn wir so Themen mit Brüdern haben, ne, dass ich dann immer auch irgendwie total, also faszinierend fand, dass der andere sich auch schon unwohl gefühlt hat. Also es ist nie was, also ja, was getrennt von uns ist. Es geht immer miteinander. Es ist immer, wir sind alle verbunden. Also das finde ich so schön, dass es wirklich so ist. Ich erfahre meine Gedanken nicht alleine. Es wird wirklich total geteilt mit dir.
Ja. Dass das so offensichtlich wird und dass wir danach immer so, also ich, oh Gott sei Dank, dass ich das angesprochen habe. Ja. Danke, dass da überall einfach nur Licht rein will. In diese kleinen, verflixten Gedanken. Ja. Ja, und das danke, dass ich hier gerade lernen darf, dass wirklich alles genutzt wird, dass auch dieses Bedürfnis einfach wirklich von mir einfach wirklich gerade mal, oh ja, ankommen, einfach gar nicht. Gar nicht so viel mitteilen zu wollen, sondern euch einfach da sein lassen, mich einfach da sein lassen, wirklich in diesem, was auch gerade ist, dass mal wirklich stiller sein darf und ruhiger und dann mal wieder inspirierter, dass wir uns das erlauben, dass darin nichts falsch ist. Hier keinen Kopf kürzer raus. Und du auch nicht. Wie gut. Ja, und das ist immer, das ist total schön, da bin ich auch gerade ganz ehrlich, das ist immer so, also es hatte jetzt gerade halt einfach, ja, echt eine Irritation in mir so und dass ich merke, wenn ich sie nicht verstecke und so da sein lasse und wirklich einfach echt mich an den Heiligen Geist wende und sage, boah, ich brauche hier echt deine Hilfe, ich bin hier gerade wütend und wow, was gibt es denn gerade? Mich einfach darauf einzulassen. Und auch mein Bedürfnis darin, echt einfach euch mitzuteilen. Und dass es so schön ist, dass ich mitkriege, da bin ich gar nicht alleine mit diesem Bedürfnis immer wieder. Ja, in diese Ruhe zu gehen und in diese Stille. Agnes, darf ich nur was teilen? Natürlich. Ja, also vor der Session hatte ich so einen Augenblick, wo ich so das Gefühl hatte, ich bin total getrennt und allein. Und es war dann so, ich bin jetzt echt gespannt, was die Session bringt. Und das war ja dann am Anfang auch noch so ein Durcheinander. Also ich hatte auch das Gefühl, so mein Geist ist auch so durcheinander. Und dann wurde es so ruhig. Und in dieser Ruhe spürte ich plötzlich die Verbundenheit. Und ich spürte plötzlich die Liebe, die in dieser Stille eben auch stattfindet. Diese Stille in unserem Miteinander. Und da ist Gott. Und diese Erfahrung möchte ich gerade teilen, weil das für mich so schön ist, gerade das wahrzunehmen, dass man manchmal gar nicht große Worte sagen muss, um diese Verbundenheit zu spüren. Manchmal genügt, diesen Raum zu haben, einander zu sehen und in der Stille miteinander zu sein. Und da möchte ich euch echt alle so danken. Oder Aleph, dass ihr immer so da seid. Es tut mir so gut. Immer wieder. Und es ist so ein Geschenk und so eine Gnade, dass ihr euch
das so bereit dazu erklärt, euch zeigt und ich mich auch so zeigen darf, wie wir eben sind. Danke.